So, das ist die Sorte Rio Hondo. Das ist jetzt die dritte Blüte. Ich muss sagen, da, sie ist auch etwas dunkler als jetzt hier im Video. Die Besonderheit bei dieser Sorte ist, dass die in der Mitte dunkel ist. Dann die dunklere, ich würde mal sagen, das sind altroséfarbene Streifen. Das ist jetzt kein Kirsch, wie das im Video zu scheinen, also zu sein scheint, aber das ist ein altrosé. Und die Streifen verlaufen chimäraartig. Das ist jetzt die dritte Blüte. Und ich muss sagen, die unterscheidet sich ziemlich von der ersten, weil die erste war mehr weiß, ohne diese dunkleren Mitte und ohne diese besonderen Strichen. Also diese Pflanze habe ich auch vor kurzem umgetopft, deshalb ja, vor allem das ist jetzt Herbst, die Blüte ist nie so üppig wie sonst. Diese Rosette ist auch auf ein Selbstgießsystem umgestellt worden. Und sie bekommt das ganz gut. Also die Rosette entwickelt sich schnell. Ich habe ganz viele Blätter hier im Sommer abgetrennt. Und ich denke, so in einem Monat bekommen wir eine neue Blüte. Da, ich versuche jetzt mal, da sieht man ganz viele Knospenansätze. Ob man das jetzt da ganz kleine. Ja. So, das war Rio Hondo. Jetzt zum Vergleich, die beiden. Rebel Shelly Frambas ist größer als Rio Hondo. Ja, Rio Hondo ist doch etwas kleinere Sorte. Das ist Emerald Lacé. Ist auch vor kurzem auf Selbstgießsystem umgestellt und bekommt auch viele neue Knospen. Ja, auch die Achimenisse sind bei mir zum Experiment zum Selbstgießsystem gestellt. Die anderen neuen Sorten. Ja. So.